Oh. Oh Mann. Die Sendung ist total langweilig. Ja, ich finde es auch langweilig. Hör mal, hast du nicht Lust, vielleicht in eine Stadt zu gehen? Wir könnten doch ein bisschen bummeln, oder? Ich würde ja total gerne, aber du weißt doch, ich muss doch gleich arbeiten im Bubbles. Ach ja, das habe ich ja total vergessen. Genau, stimmt. Gleich um 4 muss ich anfangen. Okay. Aber ist doch halb so wild. Du hast doch da den einen netten Kollegen, oder nicht? Du meinst Lino? Ja, genau. Lino ist nicht nett. Nicht? Nein, das habe ich dir schon 100 Mal erzählt. Lino ist nicht nett, der nervt einfach nur. Ach so. Ich dachte, du findest ihn nett. Und nein, wie läuft's? Ich habe nie gesagt, dass ich Lino nett finde. Gut. Wie läuft's denn sonst so eigentlich im Bubbles? Boah, das ist so gemein, diese Frau Brüggemann, meine Chefin, die meckert mich immer für alles an. Ich kann machen, was ich will. Ich bemühe mich ja immer und trotzdem kriege ich immer Ärger von der. Echt? Die gibt mir immer für alles die Schuld. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Da würde ich mir gern selber ein Bild machen. Meinst du, ich kann vielleicht einfach mal vorbeischauen? Hör mal, Mia, wollen wir das nicht so machen? Ich kann doch einfach mal bei euch vorbeischauen im Laden. Dann könnte ich doch ein Bubble Tea kaufen, während du da arbeitest. Miriam, das möchtest du nicht. Erstens möchtest du nicht sehen, wie ich arbeite. Und zweitens willst du auch nicht Frau Brüggemann kennenlernen und Lino schon gar nicht. Und das Bubbles auch nicht. Und Bubble Tea schmeckt auch nicht. Also, nee, Bubble Tea, das schmeckt überhaupt gar nicht gut. Komm da lieber nicht hin. Also, ich würde es dir nicht empfehlen. Ich würde da nicht freiwillig reingehen in den Laden. So schlimm kann es doch nicht sein. Doch, ich würde mir das wirklich, schon wirklich gerne sehr, mal anschauen. Sehr, sehr schlimm. Sehr, sehr, sehr schlimm, wirklich. Miriam, wenn du das da so toll findest, dann geh du doch für mich dahin. Also, ich habe keine Lust. Ich würde lieber noch diese langweilige Sendung im Fernsehen weitergucken, als ins Bubbles zu gehen. Echt? Meinst du, ich kann da wirklich für dich hin? Meinst du dann arbeiten auch? Oder wie meinst du das? Frau Brüggemann wird es sich merken. Also, die guckt mich eh nicht an. Naja, wir sehen halt unterschiedlich aus. Daran könnte ich es vielleicht... Etwas, ja. Das wäre cool. Würdest du wirklich gerne für mich da hingehen? Dann könnte ich den ganzen Nachmittag mich ausruhen und du würdest für mich arbeiten? Das würde ich dir gönnen. Es wäre cool. Ich möchte unbedingt erleben, was da abgeht. Aber ich hätte da vielleicht eine Idee. Meine Schwester ist doch letztes Mal als Rapunzel gegangen am Karneval. Vielleicht haben wir noch diese Perücke und dann kannst du die aufsetzen und dann sehen wir wirklich aus wie Zwillinge. Oh ja, lass uns das sofort probieren. Let's go, komm mal. Komm, keine Zeit für dir. Also, Miriam, hier ist schon mal mein Bubbles-T-Shirt, das kannst du als erstes anziehen. Wow, das ist sogar meine Lieblingsfarbe. Das ist doch nicht cool. Ich find's cool. Das ist mega peinlich. Ich wurde schon auf der Straße dafür angesprochen. Und hier ist halt diese Perücke. Mal gucken, ob die passt. Okay, das Shirt passt dir schon mal. Ja, ich finde, das steht mir ausgezeichnet. Ich finde den Plan gar nicht schlecht. Wenn das wirklich funktioniert, dann brauche ich nie wieder ins Bubbles gehen und du kannst einmal für mich hingehen. Also gut, dann versuchen wir es mal mit dieser Perücke, ne? Also, es gibt noch ein paar Sachen zu beachten. Am besten, du bist immer freundlich zu den Kunden und du machst immer alles ordentlich. Ja. Und du musst immer alles putzen, alles wegräumen. Es dürfen keine Bubbles auf den Boden fallen. Du musst immer die kleinen Becher nehmen und nicht die großen. Wenn die 1-für-2-Aktion ist, 2-für-1-Aktion, dann musst du immer die kleinen Becher nehmen und sonst die großen. Und sonst gibt es eigentlich auch nichts zu beachten. Okay, das werde ich wohl hinkriegen. Ach, ich glaube, wir sehen uns ziemlich ähnlich, oder? Ach, das ist herrlich. Aber ich glaube, ich muss Lino... Der Pony, also Lino werde ich mal noch eine Nachricht schreiben, weil der wird es erkennen. Oh, stimmt. Ich werde ihn einweihen. Okay. Und dann beeil dich, sonst kommst du zu spät. Okay, zu meiner ersten Schicht. Hey, Lino. Ich bin's, Mia. Ach so, du kommst heute gar nicht? Ach so, okay. Ach, du bist immer noch krank. Gute Besserung. Nee, alles gut. Dann gibt's nichts. Nein, alles gut. Ciao, Lino, bis dann. Gute Besserung. Tschüss. Warum muss der immer so viel reden? Aber gut, wenn er nicht da ist, muss das auch nicht erfahren. Ach, cool. Es ist echt cool, hier zu sein. Jetzt kann ich mir selber mal ein Bild machen. Aha, das sind also diese Bubbles, von denen Mia erzählt hat. Die wollte ich schon immer mal probieren. Sieht echt cool aus. Ich bin echt aufgeregt, jetzt hier zu sein. Wie war das denn überhaupt nochmal mit den Bechern? Große Becher, kleine Becher? Ach, keine Ahnung, egal. Wir haben das eben alle zu spät. Mann, Mia ist ja schon da. Die arbeitet schon. So kenne ich sie ja gar nicht. Das ist ja ein Ding. Guten Morgen, Mia. Morgen.
Verflixt, jetzt hätten wir uns noch ein bisschen unterhalten können vor Ladenöffnung, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe noch was im Lager vergessen, ich gehe da gerade mal eben hin. Achso, und Lino kommt heute nicht, das heißt, du hast heute wieder ein bisschen Stress, ne? Du bist alleine, denke bitte dran. Die Bubbles müssen noch gekocht werden. Ich sehe, du hast noch nicht alle Sorten. Ich bringe dir aus dem Lager noch was mit. Und denk dran, nur die kleinen Becher ausgeben momentan. Diese Aktion, die haben wir jetzt von Halloween auf Weihnachten umgemünzt. Das lief so gut, nur noch kleine Becher. Ja, ja, alles klar. Sie scheint es ja echt nicht gemerkt zu haben, bis jetzt jedenfalls. Ach, Glück gehabt. Okay, kleine Becher, kleine Becher, kleine Becher. Das sind also diese hier, nehme ich an. Das heißt, die großen. Aber was ist denn mit denen? Noch die kleinen? Na gut, wenn sie das sagt. Ich glaube, man sieht meinen Ansatz. Oh, Mist. So, keiner gesehen. Weiter geht's. So. Morgen! Ach, morgen! Ja, schon Nachmittag. Hallo! Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in Bubbles. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern so einen Bubble Tea mit Erdbeer. Wenn Sie das da haben. Aber sehr gerne. So, dann kommt hier auch noch was rein. So, das macht dann 3,50 bitte. Dankeschön. Also, schönen Tag Ihnen noch. Also, Sie sind ja eine nette Mitarbeiterin. Hier ist ja sonst immer so eine schlecht gelaunte. Naja, tschüss. Vielen Dank für Ihren Besuch. Beehren Sie uns doch bald wieder. Tschüssi. Alles Gute für Sie. Der sah ja richtig glücklich aus. Mia, hast du den mit... Mia? Hast du den bedient? Ist irgendwas anders? Hast du den Pony noch? Reingemacht? So viel zahle ich dir doch gar nicht. Das ist doch voll teuer. Aber kannst du öfter tragen, die Extensions? Steht dir gut. Danke. Vielleicht lächelst du auch einfach mehr als sonst. Das kann auch sein. Ich hab dich schon... Vielleicht. Moment mal. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Sie sind nicht mir! Was machen Sie denn? Warum gehen Sie mit mir? Ich rufe die Polizei! Es tut mir leid, Frau Brügge, Mann. Ich bin eine Freundin von der Mia. Ich bin Miriam. Ich wollte so gerne mal einen Tag in dem Laden arbeiten, weil ich gehört habe, dass es hier richtig toll ist und ja. Ja, also Frau Brüggemann, die Mia, das ist meine beste Freundin. Und die erzählt halt immer mir so viel tolle Sachen über den Laden und über die Bubbles. Die sollen so das toll kann ich sein. Mir vorstellen. So unglaublich toll. Und der Mitarbeiter, der Lino, der scheint ja auch ein total netter zu sein. Mhm. Ein richtig froher junger Bursche, eine frohe Natur. Und ich wollte mir halt so gern selber mal ein Bild machen, weil ich, ja. Ich wusste doch schon immer, dass ich eine richtig gute Mitarbeiterstruktur hier aufgebaut habe. Großartig. Ich bin einfach eine erfolgreiche Unternehmerin. Muss ich sagen, das ist. Ja, also es freut mich natürlich sehr, Miriam, genau. Dass du so viele gute Sachen gehört hast über meinen IT-Laden. Ja. Das ist natürlich selbstverständlich, weil hier nämlich alles immer ganz großartig läuft. Hast du einen Job? Brauchst du einen Job? Ja, du hast das richtig gut gemacht heute. Also, wenn du möchtest, dann kannst du gerne hier auch arbeiten. Du hast das besser gemacht als Mia. Vielleicht, wenn du weiter so arbeitest, bekommst du vielleicht sogar den Posten der Schichtleitung. Das bekommt so cool, die Schichtleitung. Das bekommt 5% mehr Gehalt als die anderen. Die Schichtleitung bekommt einen richtig guten Bonus. Also, wenn du dich richtig anstrengst und hier richtig viel Bubble Tea verkaufst und wenn hier alle Kunden so glücklich rausgehen wie der vorhin, dann sag ich dir, hast du die Schichtleitung hier in 0,x. In 0,x, sag ich dir. Wirklich toll gemacht. Vielleicht kann ich auch irgendwann Mia. Ich kann's kaum fassen. Mia, können Sie nicht fahren? Das ist meine beste Freundin. Bis 18 Uhr übrigens. Bis 18? Aber ich muss doch... Ich kann mich doch noch gar nicht fassen. Das ist ja... Ist das wahr, dass ich jetzt in Bubble-Laden arbeiten darf? Oh, und das Coolste ist, dass ich dann ja immer mit Mia zusammenarbeiten kann. Dann können wir zusammen zur Arbeit gehen. Oh, ist das cool. Ich muss ja die Nachricht sofort übermitteln. Ob sie sich wohl freuen wird? Beehren Sie uns doch bald wieder. Adios, hab ich die gefunden. Ja gut, und wenn Lino da ist. Aber ich möchte doch gucken. Ich mach das nur, weil ich das Geld brauche für die Reise. Aber ich möchte doch gucken, wo meine beste Freundin arbeitet.
Ich weiß nicht, wie das machen soll. Und arbeitet schon. Elli! Mein Gott, Mia, bist du? Moment mal, sind wir Zwillinge? Wer ist denn jetzt hier wer? Sie scheint ja echt. Oh. Doch mal. Die Mia, die schwärmt immer hier von dem Bubbles-Laden und ja, sie sagt, es ist halt super, ihr gibt's ganz